Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha und in diesem Video zeige ich dir das Theme X von der Firma ThemeCo. Was hat das alles für Features? Wie fühlt es sich an? Und wie lässt sich damit arbeiten? Okay, let's go, wir starten direkt durch. ThemeCo behauptet, X sei das Ultimate WordPress-Theme. Ist das wirklich so? Schauen wir uns doch mal an, was die Landingpage uns alles so präsentieren möchte. Zum Ersten gibt es da die Stacks. Das ist tatsächlich ein wenig anders als andere Themes arbeiten. Es gibt bei X 4 Stacks, und zwar Integrity, Renew, Icon und Ethos. Und diese Stacks sind ja Master-Themes. Jedes davon sieht komplett anders aus, lässt sich aber nochmal weiter konfigurieren, hat also diverse Ableitungen sozusagen. Variationen ist vielleicht das bessere Wort. Also es gibt 4 Master-Themes, mit jeweils ungefähr 10 Variationen. Hier sieht man es, Integrity hat Integrity 1 bis 10, hier auch und Ethos ist gerade in der Weiterentwicklung, hat aber schon 3 Variationen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch Fertig-Layouts, zum Beispiel für Kirchen, Restaurants, Agenturen, allgemeine Demos, Wedding, Gym und so weiter. Wir werden uns beides mal anschauen. Es gibt über 20 Extensions und das sind tatsächlich mehr als das übliche Theme so mitbringt. Ich gehe hier mal auf die Unterseite für die Extensions und in der Tat gibt es hier mehr als so üblich sind. Content Doc und Convert Plug zum Beispiel. Cornerstone ist übrigens der eingebaute Editor. Kommentare und Galerie Plugins. Ein Grid Plugin. Ein Slider Plugin. Sogar mehr als eins. Ein Live Chat Plugin. OLAG. Ein Scrolling Plugin, ein Snippet-Plugin, Soliloquy, Superfly, noch ein Grid-Plugin und Typekit-Unterstützung. Typekit, das sind die Fonts von Adobe. Das gibt es alles kostenlos dazu, wenn du X kaufst. Das Cornerstone-Plugin ist der What You See is What You Get oder auf jeden Fall der Frontend-Editor. Ob er wirklich What You See is What You Get ist, das werden wir im weiteren Verlauf noch sehen. Und immerhin hat der Cornerstone-Builder eine schöne Landingpage, auf der man ein bisschen erahnen kann, wie das Ganze aussieht. Er ist auf jeden Fall 100% Frontend. Er soll sehr aufgeräumt sein. Man kann on the fly den Text verändern. Ja, mal schauen. Ich hatte da schon ein paar Tests gemacht. Da gibt es auf jeden Fall was dazu zu sagen. Es gibt über 40 Content-Elemente. Die sind auch hier verlinkt. Schauen wir uns als nächstes mal an auf der Landingpage. Ja, und ansonsten eine nette Landingpage hier für den Editor, mit dem man sogar Code editen kann. Und ja, das werden wir uns gleich mal im Detail angucken. Jetzt nochmal zu den Elementen, die sind ja auch sehr wichtig. Letztendlich entscheiden ja die Elemente darüber, was wir alles mit der Seite oder auf der Seite machen können. Natürlich gibt es Sektionen, Reihen und Spalten. Das ist ja die Basis des Editings oder des Layoutens. Was gibt es noch? Zum Beispiel Featureboxen, eigene Formen, Shapes, können alles so anordnen, wie wir das wollen und Bilder verwenden, Animationen, Featurelisten. Das ist auf jeden Fall mal eine ganz coole Darstellung von Featurelisten, muss ich sagen. Audio können wir einbinden und Videos natürlich auch. Allgemein muss ich sagen, wenn auch diese Seite mit dem X-Theme gemacht wurde, das sieht ja schon mal wirklich sehr ordentlich aus. Für Buttons gibt es 3 Stile, real, flat und transparent. Und auch verschiedene Formen, Größen, Breiten. Von einem Marketing-Circle habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Interessant. Extra Infos, das heißt ein Tool-Tipp darüber. Weitere Icons innerhalb der Buttons und Karten, die sich auf alle erdenklichen Arten und Weisen oder Richtungen flippen. Farben gehen natürlich auch. Selbstverständlich lassen sich die Google Maps einbinden. Slider, die müssen ja überall mit dabei sein. Wie gut funktionieren die? Sehr gut, würde ich sagen. Wunderbar. Was gibt es noch? Counter, die nach oben laufen und Fortschrittsbalken. Die Aussage ist hier, dass das Theme ausdrücklich verschiedene Elemente beinhaltet, die ja das Marketing optimieren sollen. Ob das wirklich der Fall ist, das können wir uns ja auch vielleicht mal anschauen. Was hier gemeint ist, sind im Prinzip die Call-to-Action-Buttons. Also wir haben eine Box mit ein bisschen Text und einen Button, auf den man klicken soll, um zum Beispiel etwas zu kaufen. Ja, also wir kommen langsam hier in den unteren Bereich. Hier kommt der Text dann auch noch, der sich in mehrere Spalten anordnen lässt. Akkordeons sind immer beliebt. Wenn ich auf einen draufklicke, dann geht das andere zu. Tabs horizontal. Ja, und das scheinen mir die wichtigsten Features zu sein. Was die Content-Elemente betrifft. Die Aussage von X ist hier, dass sie die besten Internet-Marketer genommen haben. Die haben sie befragt, was müsste in das ultimative Theme rein. Und basierend darauf haben sie dann das X-Theme erstellt.
Das ist ein hoher Anspruch. Anscheinend kann man es unendlich erweitern und anpassen, das Theme. Alle wichtigen Layout-Optionen sind enthalten. Und es lassen sich auch Shops mit dem Theme umsetzen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt genug gesehen. Lasst uns doch endlich mal in das Backend gehen. Wir haben hier das X-Theme installiert auf WordPress Version 5.3 und das X-Theme hat Version 7.0.4. So sieht die Frontseite nach der Installation aus. Da ist noch nicht sehr viel zu sehen, deswegen schlage ich vor, dass wir gleich mal Demo-Content installieren. Hier auf der Übersichtsseite in den Optionen haben wir verschiedene Felder mit verschiedenen Informationen. Hier können wir auch gleich mal den Demo-Content installieren, aber scrollen wir doch erstmal runter. Hier sind die verschiedenen Erweiterungen, die wir installieren können für das Theme. Ich lasse jetzt mal das meiste davon weg. Wichtig wäre vielleicht, dass der Cornerstone installiert ist. Ich denke, der ist schon standardmäßig installiert, weil das ist ja der Editor, mit dem wir gleich auch arbeiten werden. Also es gibt einmal die Extensions, die hier voll supported sind, mit denen es auch eine Lizenz gibt. Und dann gibt es auch noch weitere Plugins, die nennen sich Approved Plugins, beispielsweise WooCommerce und so weiter, die halt voll kompatibel sind. Vielleicht gehen wir einfach mal weiter durch die verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier durch das X-Theme haben. Die Statusseite wird uns jetzt nur sagen, was gerade auf dem Server passiert. Die Einstellungen hingegen bieten uns noch deutlich mehr Möglichkeiten. Ich fliege jetzt einfach nur mal drüber, weil das ist ganz komplex, was man hier machen kann tatsächlich. Hier ist die Rede von Makros, die man anwenden kann. Das sind also mehrere Arbeitsschritte auf einmal. Aber es gibt hier vor allem auch Zugriffsrechte und das ist ein Feature, das definitiv nicht alle Themes bieten. Und das ist recht interessant. Also ich kann hier zum Beispiel einstellen, Header. Also die Header dürfen zum Beispiel bearbeiten, beziehungsweise wer den Header bearbeiten kann, der darf nur Folgendes machen. Er darf zum Beispiel keine Header löschen. Wenn ich das deaktiviere, dann nehme ich das Feature Löschen sozusagen raus. Und so kann ich relativ filigran einstellen, wer was genau machen kann. Sowohl für die verschiedenen größeren Features, also überhaupt Seiten erstellen und so weiter, bis hin runter zu den Elementen. So darf ich zum Beispiel sagen, dass gewisse Leute vielleicht das Akkordeon nicht verwenden dürfen. Wer dafür Verwendung hat, super. Etwas weiter runtergescrollt finde ich auch noch weitere User Preferences. Da kann ich weitere Voreinstellungen treffen. Gehen wir mal weiter auf den Cornerstone. Und hier geht direkt der Editor auf. Das ist interessant. Also ich kann jetzt hier hingehen und beispielsweise auf About klicken oder direkt auf Edit klicken. Und da würde sich dann direkt die About-Seite öffnen und ich kann sie mit Cornerstone direkt bearbeiten. Ich klicke mal hier drauf, man sieht es, der Editor ist auf jeden Fall aktiv. Wobei das nicht das ist, was ich jetzt tatsächlich machen wollte. Ich hätte eher erwartet, dass in den Einstellungen, wenn ich dann auf Cornerstone klicke, ich diverse Einstellungen für diesen Editor machen kann. Also gehen wir nochmal zurück. Es gibt noch Templates, die ich konfigurieren kann und globale Blöcke. Die globalen Blöcke gehen direkt im Cornerstone auf. Ich klicke mal auf Plus. Hier kann ich einen Titel vergeben. Klicke auf Create. Wenn das dann gespeichert ist, kann ich auf meinen Blog gehen, auf den Bearbeiten-Stift. Ja, und hier habe ich jetzt ein leeres, globales Element. Da kann ich dann eine Sektion hinzufügen, die bearbeiten. Aber das möchte ich jetzt auch noch nicht machen. Aber interessant zu sehen, wie das X-Theme funktioniert, dass ich hinten aus den Optionen heraus im Prinzip direkt in die Bearbeitung gehen kann. Ich würde vermuten, dass das bei Templates genauso aussieht. Wenn ich da jetzt draufklicke, geht auch wieder Cornerstone auf. Und in der Tat, hier kann ich jetzt mit meinen Templates arbeiten. Hier unten befinden sich dann auch noch die Theme Options. Ich klicke da mal drauf. Da öffnet sich auch der Cornerstone Editor. Und das Ganze scheint angelehnt zu sein an den WordPress eigenen Theme Customizer. Na, schauen wir doch mal, was passiert, wenn ich die Typografie ändern möchte. Es gibt hier die Möglichkeit, einen eigenen Font-Manager oder den Font-Manager zu verwenden, denn damit lassen sich dann auch eigene Font-Systeme installieren. Das ist jetzt etwas, was das übersteigt, das, was ich in der Demo jetzt mal ausprobieren möchte. Aber beispielsweise den Body-Font, den könnten wir ja mal abändern. Ich gehe hier mal auf einen anderen Font, weil der relativ klein ist, nehme ich mal Georgia. Das ist ja ein Serifen-Font und das müssten wir ganz klar jetzt hier sehen. In der Tat, das sieht anders aus, das hat funktioniert. Also gehen wir mal zurück zu Able. So, jetzt ist es wieder so, wie es vorher war. Das funktioniert ganz gut, aber ich muss sagen, es ist mir doch zu stark angelehnt an das WordPress-eigene System. Und ich habe schon bei anderen Themes gesehen, dass sie mit den Optionen deutlich flinker umgehen. Das heißt, wer den Font zum Beispiel umstellt, der bekommt die Änderungen sofort angezeigt und nicht erst, nachdem irgendetwas im Hintergrund passiert und etwas neu geladen wird, wie das hier der Fall ist. Das geht auch flinker.
Ich würde als nächstes jetzt ganz gerne ein bisschen Demo-Content reinladen, damit meine Seite nicht mehr so nackt aussieht. Dazu habe ich mir hier diese Gym-Website rausgesucht. Die sieht ungefähr so aus, mit den Bildern oben und verschiedene Sektionen, die wir hier haben. Relativ einfache Seite mit nicht allzu vielen Unterseiten. Das ist ganz okay. Die lade ich jetzt mal rein. Mal schauen, wie es funktioniert. Hier habe ich also Gym ausgewählt und kann jetzt auf Setup Demo-Content gehen. Hier also nochmal den Hinweis, dass ich den Revolution Slider aktivieren soll. Machen wir das doch einmal vorher, Revolution Slider. Hier unten auf der Seite habe ich ihn gefunden, also klicke ich mal auf Install. Ein paar Sekunden später ist er installiert, also Activate. Wunderbar, das hat geklappt und jetzt versuchen wir das gleiche nochmal. Hier oben Gym, Setup Demo Content. Wir kriegen nochmal den Hinweis, aber hier, das Theme merkt anscheinend nicht, dass ich das gerade installiert und aktiviert habe. Es wird nichts überschrieben, allerdings werden die Settings überschrieben. Okay, kann ich mit leben? Ich klicke auf Yes, Proceed. Initializing, Downloading Images, Preparing Taxonomies und Thumbnails, Posts werden für mich kreiert, Daten werden hinzugefügt. Have fun. Okay, das hat geklappt und das hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Das habe ich noch nicht erlebt, dass der Import von einem Theme so lange dauert. Aber ich sag mal, das ist ja okay, wenn das jetzt entsprechend spektakulär ist, dann lohnt es sich ja auch so lange zu warten. Gehen wir doch direkt mal auf die Startseite und schauen uns an, was hier passiert ist. Ja, in der Tat, die Seite wurde geladen, wird das Bild auch angezeigt. Ich scroll mal ein bisschen runter. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Bild zu sehen. Das sieht gut aus, wunderbar. Hat soweit alles geklappt, wie ich das sehe. Nochmal zurück nach oben gescrollt. Hier ist oben kein Bild. Und wenn ich mich recht erinnere, dann gab es da oben ein Bild. Aber gut, das ist ja nicht weiter schlimm. Wir brauchen ja sowieso unsere eigenen Bilder. Ich klicke mal auf Seite bearbeiten. Und dann komme ich erstmal in das Backend. Kann hier, wenn ich weiter runter scrolle, sieht nicht so aus, als könnte ich hier mit einem Backend-Editor arbeiten. Was nicht weiter schlimm ist, das ist okay. Ich kann jetzt aber auf Edit with Cornerstone gehen. Dann wird Cornerstone geladen. Da ist Cornerstone. Und was kann ich jetzt genau machen? Ah, ich sehe hier schon eine Gliederung der verschiedenen Sektionen von oben nach unten und kann entsprechend in den Sektionen arbeiten. Ja, so wie ich das erwarten würde. Also hier können wir ein paar interessante Sachen sehen, nämlich dass es für den Revolution Slider kein Preview gibt. Wir können ihn aber durchaus konfigurieren, wenn wir hier drauf klicken. Dann lassen sich hier die verschiedenen Slider auswählen. Es gibt 2 Stück, die ich hier auswählen kann. Wenn ich hier runtergehe, dann kann ich beispielsweise hier diesen Flip, den kann ich mal umkonfigurieren, wenn ich da drauf klicke und sage, der soll von oben nach unten kommen. Geht das? Ja, geht. Ja? So wieder zurückgestellt. Klappt wunderbar. Ich bekomme hier angezeigt, dass dies ein Classic-Element sei. Und dieses Classic-Element ist zwar supported, hat aber irgendwie weniger Features zum Konfigurieren. Wir wollen also auf jeden Fall ein modernes Element auch mal ausprobieren. Mal schauen, vielleicht finden wir hier unten eins, wenn ich hier drauf klicke. Das ist auch ein Classic-Element. Wahrscheinlich, ich vermute mal, das hat damit zu tun, dass es hier bei diesem Theme gar nicht so viel Auswahl gibt oder dass diese Demo-Vorlage letztendlich ein bisschen älter ist und deswegen nur dieses Classic-Element unterstützt. Aber was müssen wir denn machen, um zum Beispiel hier eine weitere Spalte hinzuzufügen? Ich vermute mal, wir müssen hier unten auf diesen ganz kleinen Font klicken, Add Classic Row. Und in der Tat, jetzt haben wir wohl hier eine leere Zeile. Machen wir doch nochmal, ja, vielleicht einfach einen Text hier drauf. Wenn ich also hier drauf klicke, dann bekomme ich die Möglichkeit, die verschiedenen Elemente einzufügen. Hier eine Content Area, das hört sich doch genau richtig an. Klicke einmal drauf, das funktioniert nicht. Klicke und ziehe, das funktioniert. Und jetzt habe ich hier den Content, also den Text, den ich entsprechend schreiben kann. Ich versuche den mal zu ändern, direkt innerhalb dessen. Das funktioniert auch wunderbar. Ich hatte vermutet, dass das vielleicht nicht funktioniert, aber ich kann hier auch tatsächlich direkt auf der Seite editen. Somit haben wir natürlich auch richtiges What you see is what you get. Okay, das hat funktioniert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort fett machen möchte, wunderbar. Ich mache jetzt hier mal einen Return rein und füge mal ein Bild hinzu, weil ich das hier sehr komfortabel über diese Leiste machen kann. In der Mediathek habe ich hoffentlich ein paar Bilder zur Verfügung. Ja, nehmen wir doch hier den Muckimann einfügen. Und in der Tat erscheint er direkt neben dem Text. Wenn ich für das Ganze jetzt noch ein bisschen Abstand einfügen könnte, wäre das natürlich super. Und dann das Ganze in der Mitte ausrichten. Das funktioniert so. Ja, perfekt. Das sieht ja super aus. Auch wenn die Classic Elements anscheinend hochfunktional sind, gehe ich mal davon aus, dass du lieber das sehen möchtest, was hier wirklich State of the Art ist. Also gucken wir uns einfach mal die Integrity 1 Demo an. Die werde ich jetzt mal importieren. Okay. Ja, und das ging auch sehr, sehr schnell. Schauen wir uns jetzt mal die Seite an. Jetzt sind die Bodybuilder wieder weg und ich habe hier ein relativ nacktes Layout. Da wollen wir mal schauen, wie das funktioniert, wenn ich hier meine eigenen Inhalte einfügen möchte.
Erstmal einen Klick auf Seite bearbeiten, dann auf Edit with Cornerstone. Und jetzt kann ich die Elemente hier bearbeiten. Nehmen wir mal den Titel. Witzigerweise ist das jetzt auch eine Classic Headline. Das ist natürlich doof, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo dann die modernen Elemente drin sind. Deswegen installiere ich jetzt einfach mal so lange ein neues Theme oder einen neuen Demo-Content, bis ich das finde. Bis gleich. Jetzt habe ich rausgefunden, was hier abgeht. Und zwar hier siehst du schon das nächste Master Theme. Das wäre dann das Renew One. Und bei diesem Theme sind auch hier überall Classic-Elemente eingefügt. Aber wenn ich selbst eine eigene Zeile einfüge, eine eigene Sektion, dann werden die modernen Elemente eingefügt. Anscheinend hat es hier, einfach noch kein Update gegeben. Das heißt also, hier habe ich jetzt einen Countdown eingefügt. Ich kann nochmal zeigen, wie das geht. Man kann ja hier oben über diese drei Reiter dann zwischen dem Layout, den Elementen und dem Inspektor hin und her schalten. Das ist jetzt meine Sektion. Ich füge jetzt einfach mal eine weitere Sektion ein und sage, die soll von mir aus zwei Spalten haben. Und jetzt kann ich in beide Spalten etwas einfügen. Und diese Spalten hier, wenn ich da draufklicke, dann ist es keine Classic-Spalte. Hier auch nicht. Aber wenn ich hier draufklicke, dann ist das ein Classic-Element. Also alles halb so schlimm, gar kein Problem. Dann können wir hier einfach mal ein Bild einfügen, würde ich sagen. Das Bild ist dann hier unten, Image. Ich muss immer mit Drag and Drop arbeiten und jetzt entsprechend ein Bild aussuchen. Nehmen wir doch einfach mal den trainierenden Mann hier, einfügen. Die Dimensionen sind hier auf 150x150 begrenzt. Mal schauen, ob ich das auch ändern kann. Ich füge ein neues Bild ein, nochmal den trainierenden Mann und sage, vollständige Größe. Also von hier aus ist die Größe wohl auf vollständig, aber hier wird es dann begrenzt. Da muss ich wahrscheinlich hier entsprechend draufklicken, sodass das an die volle Größe angepasst wird. Und jetzt wollen wir hier auf der Seite noch einen Text einfügen. Da sagen wir mal eine Liste mit Schriftpunkten. Also wieder auf Elemente. Und da finde ich dann nur Classic-Elemente. Als neuer Nutzer vom X-Theme frage ich mich natürlich, was es jetzt mit den Classic und den Nicht-Classic, also den modernen Elementen auf sich hat. Und ob ich die Unterscheidung kennen sollte oder wissen sollte, wie man damit umgeht. Das ist ein bisschen doof, sage ich mal. Als neuer Nutzer interessiert mich ja nicht, was irgendwann mal in der Vergangenheit war. Ich möchte vielleicht jetzt einfach nur die bestmöglichen Elemente haben, um damit meine Website zu bauen. Ich habe hier Classic-Icon-List, Classic-Feature-List. Ich nehme einfach mal die Icon-List. Dass die hier reinfallen und da habe ich dann hier ein Icons auf der linken Seite und den Text. Und hier ist mir dann auch direkt aufgefallen, dass wenn ich jetzt hier reinklicke, dann kann ich den Text nicht an Ort und Stelle verändern. Ich kann anscheinend per Drag and Drop Sachen machen, aber ich kann den Text jetzt hier nicht verändern. Wenn ich den ändern möchte, dann muss ich den hier entsprechend einstellen. Ja, wenn ich hier was schreibe, dann wird das auf dieser Seite übernommen. Aber leider nicht direkt hier mit What you see is what you get. Und das ist das, was ich bei den ersten Tests herausgefunden habe, dass manche Sachen direkt so funktionieren, andere wiederum nicht. Und das ist natürlich leicht enttäuschend. Was mir total gut gefällt, ist, wie leicht es ist, zwischen den verschiedenen Variationen hin und her zu schalten. Ich bin jetzt einfach mal auf Renew 2 gegangen und schon sieht diese Seite komplett anders aus. Mein Element von eben habe ich gar nicht gespeichert, weil ich einfach nur mal ein bisschen experimentieren möchte. Ich gehe jetzt mal auf Icon 1, klicke auf Setup Demo Content und das geht auch bei diesen integrierten Themes wirklich sehr, sehr schnell. Also das war jetzt in Echtzeit ungefähr 5 Sekunden und dann kann ich hier rüberspringen, aktualisieren und hier ist wieder ein komplett neues Layout. Diese Variationen von Layouts haben allerdings nicht Bilder schon integriert, sodass man sich vielleicht ein bisschen schlechter vorstellen kann als Laie, der versucht jetzt zum Beispiel eine Seite, ein Layout, ein Feeling nachzubauen, wie man das Ganze dann letztendlich am besten umsetzen sollte. Ja, ich kann hingehen und im Backend sehr leicht zum Beispiel ein neues Subtheme oder eine Variation von einem Theme auswählen, hier draufklicken und boom, schon habe ich gleich ein neues Layout, aktualisieren. Und es sieht wieder ganz anders aus, aber ich habe leider nicht diese Bilder hier drin, um zu wissen, wofür das Layout jetzt am besten geeignet ist. Also ich würde sagen, wenn du das immer schon von vornherein weißt, dann ist das natürlich super für dich. Aber als jemand, der wirklich unbedarft ist, es ist ein bisschen schwieriger einfach. Da geben andere Themes deutlich mehr Informationen vor, auch Bilder und so weiter, auch Demo-Daten, sodass man leichter eine Entscheidung treffen kann, ob man jetzt diese Variation von einem Subtheme tatsächlich haben möchte oder nicht. Schauen wir mal weiter in das Theme rein, was es da noch so für Features gibt, zum Beispiel den Template-Editor. Das interessiert mich ja schon. Hier gibt es die Möglichkeit, sich ein Starter-Pack zu importieren. Das machen wir doch gleich mal. Jetzt haben wir ein Starter-Pack importiert. Wunderbar. Und diese ganze Liste ist jetzt hier gefüllt mit weiteren Informationen und vielleicht probieren wir einfach mal das Akkordeon hier aus.
Ah, ich muss diese Themes erst weiter runterladen oder löschen. Ich klicke mal auf Download. Da kann ich auch noch bestimmen, wie der Name sein soll. Download. Und das hat tatsächlich geklappt. Und zwar habe ich jetzt eine Datei runtergeladen, okay? Wäre ja auch gut zu wissen, wenn wir wüssten, wozu letztendlich das Template dann da ist. Ich gehe mal davon aus, dass gewisse Elemente damit schneller gestylt werden können. Frag mich nur, wozu ich eine downloadbare Datei haben muss. Aber ich soll ja hier auch etwas per Drag and Drop drauf fallen lassen. Mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich das einfach anfasse und hier fallen lasse. Das wurde tatsächlich importiert. Ja, wenn das nicht ein Umweg ist. Also auf diese Art und Weise habe ich das auch noch nicht gesehen. Jetzt ist es importiert, aber ich kann es immer noch nicht sehen. Ich versuche einfach mal hier rauszugehen und dann wieder rein. So, oder hier einfach wenigstens auf Templates zu klicken. Mal woanders reinzuschalten und dann wieder auf Templates zurückzugehen. Das hat nicht wirklich etwas gebracht. Also klicken wir einfach mal auf Preview. Nee, da kann man nicht auf Preview klicken, sondern man bekommt nur das hier angezeigt. Ja, das ist ein klassisches Akkordeon, so wie ich das sehen kann. Man kann es schlecht erkennen. Meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Ich vermute also stark, dass das wirklich nur ein Template Manager ist und dass ich die Templates irgendwo anders dann einsetze. Ja, mal sehen. Wechseln auf die globalen Blöcke. Experimentieren wir doch einfach mal ein bisschen weiter rum. Ich habe hier meinen globalen Block, mein Block, den habe ich ja ganz am Anfang angelegt. Den möchte ich mal editieren und hier muss ich offensichtlich eine Sektion hinzufügen. Hier habe ich jetzt meine Sektion. Wenn ich da draufklicke, kann ich zum Beispiel ja ganz einfache einspaltige Zeile hinzufügen. Auch mal interessant wahrscheinlich zu gucken, wie die Optionen hierfür sind. Ich kann sie hier nämlich auch weiter umstellen, wenn ich das möchte. Und hier gibt es wirklich alle Optionen, die man so erwarten würde, um letztendlich das Layout, vor allem das horizontale Layout, gut beeinflussen zu können. Was mir auffällt und was ein bisschen schwerfällig ist, ist die Art und Weise, wie es dargestellt ist, nämlich die kleinen Fonts und so weiter. Das sieht alles sehr hübsch und niedlich und aufgeräumt aus. Allerdings fällt es mir relativ schwer, damit umzugehen, weil ich wirklich genau hingucken muss, was jetzt womit gemeint ist. So, und wenn ich jetzt hier hingehe und da ein Element einfüge und hier tippe ich vielleicht nochmal Akkordeon ein, dann vermute ich mal, dass das hier unten das Preset ist, was ich importiert habe oder zusätzlich importiert habe. Offensichtlich war es gar nicht notwendig, dass ich es erst runterlade und wieder hochlade. Also ich hätte auch einfach das hier nehmen können. Ich lasse es mal fallen. Und hier habe ich jetzt das Akkordeon-Element. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich es speichere. Ja, hier unten kann man auf Save, wenn man das denn findet. Das ist so winzig klein hier unten. Okay, ich klicke jetzt mal auf Save. Jetzt wurde es gespeichert. Und jetzt müsste es eigentlich so sein, dass wenn ich auf meine globalen Blöcke gehe, da habe ich dann meinen Block. Da klicke ich mal auf einfach da drauf, um mir das anzeigen zu lassen. Und hier ist dann mein Element, was ich weiter bearbeiten kann. Der Vorteil von globalen Blöcken ist, einige Themes oder viele Themes bieten Unterstützung dafür, dass ich diesen Block dann einsetzen kann in meinem Theme oder auf meiner Website. Und wenn sich jetzt beispielsweise irgendwas mit dem Layout verändert oder ich dieses Element sehr oft auf der Website verwende, dann kann ich einmal hier in den Einstellungen bei meinem Block Änderungen vornehmen, beispielsweise die Fontgröße oder so oder das Icon, was daneben angezeigt wird. Und das Coole ist, sobald ich das dann abspeichere, werden alle Instanzen davon auf der Website automatisch aktualisiert. Was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist, dass wenn einmal dieser Editor läuft, dann kann man ja zwischen diesen vier Optionen hin und her schalten. Content, Templates, Global Blocks und Options. Und das bedeutet, dass man eigentlich gar nicht mehr zurück ins Backend muss. Zum normalen Arbeiten ist man immer in diesem Bereich hier unterwegs. Dies gesagt, habe ich auch einfach mal hier auf Options geklickt und kann hier die Theme Options bearbeiten. Beispielsweise die Farbe oder die Hintergrundfarbe von dem Bar hier oben, wenn ich das mal auf rötlich stelle oder dunkelrot. Das ist anscheinend nicht die richtige Farbe oder das richtige Element. Versuchen wir mal hier das hier zu nutzen. Ah, jetzt sehen wir, dass es das hier oben mittlerweile eine andere Farbe hat. Das hat also funktioniert. Und so kann ich in diesem Bereich für das Ethos-Ober-Theme oder wie man es nennen möchte, entsprechend allgemeine Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel auch, ob mein Layout über die volle Breite gezogen wird oder ob es eingeboxt werden soll, wie breit es maximal wird. Und ob es irgendwelche Hintergrundgrafiken gibt dafür, die dann hier an der Seite angezeigt werden. All das kann ich auch global über die Theme Options regeln, was sehr löblich und cool ist. Ja, was kann ich allgemein noch zu dem X-Theme von ThemeCo sagen? Also, ich habe das Gefühl, dass das X-Theme für fortgeschrittene User ist. Also wenigstens User, die nicht zum allerersten Mal ein Theme einsetzen, weil die Art und Weise,
die Denke hinter dem Theme, dass also alles so modular aufgebaut ist. Außerdem brauchst du relativ große Augen. Oder vielleicht ist es ja auch möglich, die Schrift, die hier von den Steuerelementen verwendet wird, ein bisschen anzuheben. Also mir ist es ein bisschen schwer gefallen, damit zu arbeiten, aber ich denke, da kann man sich auch dran gewöhnen. Denn insgesamt muss man sagen, dass der Editor und der Optionsbereich im Theme sehr durchdacht sind. Also man kann hier wirklich sehr schnell und einfach damit arbeiten. Und das ist ja wirklich das, worauf es drauf ankommt. Alles in allem, also wenn du dich nicht davor scheust, dass es hier ein bisschen fortgeschritten zugeht, du wirklich gute Augen hast und darauf stehst, dass es wirklich extrem viele Features gibt, denn wir haben ja hier die Hälfte der Features noch uns gar nicht angeguckt, die ganzen Extensions und so weiter, die zusätzlichen Optionen für Marketer, da gibt es wirklich noch einiges zu entdecken. Wenn du also auf der Suche nach einem wirklich featurereichen Theme bist, dann solltest du das X-Theme in die engere Wahl ziehen. Probier es einfach mal aus. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, diese Demo hat dir ein gutes Gefühl dafür gegeben, wie das Theme funktioniert und wie es sich im Alltag anfühlt, damit zu arbeiten. Jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie du das Theme am besten erwirbst. Passend zu diesem Video gibt es einen Beitrag im Search One Magazin. Den Link zum Beitrag findest du unten in der Beschreibung. Den Beitrag zu lesen lohnt sich übrigens, weil wir da auf Punkte eingehen, die hier im Video zu kurz gekommen sind und umgekehrt. Ganz unten im Beitrag findest du dann den Link zum Theme. Manchmal gibt es Rabattaktionen, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Die können sich von Zeit zu Zeit ändern. Guck also auf jeden Fall unten im Beitrag, was für einen Deal es aktuell gibt. Das war's von mir. Vielen Dank. Dein Sascha. Over and out.